Ja, guten Morgen zusammen, Spiegel der Seele, Selbstliebe am Abend, so sollte das Video werden. Ja, es geht in eine ganz andere Richtung. Und zwar, ich möchte heute Morgen einfach etwas teilen, weil es ja auch ein Kanal für hochsensible Persönlichkeiten ist. Ja, meine Mutter ist sehr schwer gestürzt und liegt im Krankenhaus jetzt. Und natürlich fahre ich nach Bayern, um sie zu besuchen. Und natürlich, das ist natürlich auch das Thema heute, da passiert unglaublich viel in einem. Ne? Sie ist 88 Jahre alt. Da sind Gefühle, unglaublich starke Gefühle der Fürsorge, ja, also auch der Liebe und auch der Wunsch, dass ich nicht möchte, dass sie leidet. Und dann natürlich, meine Mutter ist auch hochsensibel. Das heißt, ich weiß jetzt schon, wenn die da im Krankenhaus liegt, die ganze Ernährung, die Medikamente, mit der sie da dann natürlich auch, die sie ihr geben, ja, dass da ihr Körper überhaupt nicht mit klarkommt. Ja, und das funktioniert halt nicht so beim Hochsensiblen. Und ich kenne ja meine Mutter wahrscheinlich am besten von allen. Und ich weiß jetzt schon, dass ihr Körper da rebellieren wird. Ne? Ja, und das von den Gefühlen her, das weiß ich jetzt gar nicht. Es ist eher ein Gefühl, ja, sorgen zu wollen. Ja, die Menschen in den Arm zu nehmen, liebevoll dabei zu stehen. Ja, es ist so ein Cocktail aus Gefühlen, ne, die da jetzt gerade in mir sind. Und als Hochsensible, das war jetzt auch spannend, bevor ich es erfahren habe, einen Tag vorher, in der Nacht war ich schon unglaublich nervös. Ich konnte nicht schlafen. Ich war total erstaunt, wieso kann ich nicht schlafen? Dann, ja, ich war so, irgendwie habe ich es gespürt, ne? Also das war ein sehr unangenehmes Gefühl und ich war dann echt auch ein Stück weit erleichtert, als ich wusste, okay, in die Richtung geht's. Ich fahre runter nach Bayern, aber viele Dinge als hochsensible Persönlichkeit verspüre ich im Vorfeld schon. Sei es, dass der Körper sich meldet, sei es von den Gefühlen her, sei es so eine Vorahnung, ja, eine gewisse Vorahnung, die wir ja auch haben. Und ich finde schon, dass dieses Bild da auch jetzt gut reinpasst, Spiegel der Seele, nämlich durch dieses durch intuitives Malen, durch tägliche Achtsamkeitsübungen sensibilisiere ich mich natürlich auch für meine Gabe. Und natürlich hat die Gabe, wie alles auf dieser Welt, zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es die leichteste Übung für mich, mich mit Bäumen zu verbinden. Ich verstehe, ich habe früher die Menschen nicht verstanden, wenn sie krank sind, sind sie zum Arzt. Und ich habe mir gedacht, nee, wenn ich krank bin, gehe ich erst mal in den Wald und frage die Bäume. Und es funktioniert. Also eine meiner leichtesten Übungen ist, der Kontakt zu einem Baum herzustellen. Aber natürlich muss diese Gabe auch beschützt werden. Und natürlich jetzt im Sommer, ich habe es gestern schon gemerkt, es ist sehr laut, Rasenmäher, Hunde. Und natürlich kriege ich auch die andere Seite mit. Es geht nur im Paket, ja. Also nur das Angenehme, so funktioniert es halt nicht. Aber jetzt bin ich ja auf dem Weg zu meiner Mama nach Bayern. Ich sehe sie heute. Ich bin tierisch aufgeregt. Ja. Ja, ich bringe natürlich ihre ganzen Schüsselsalze, das Ganze, was sie halt so für sich nimmt, die ganzen Nahrungsergänzungsmittel und mache da ein schönes Paket und hoffe, dass sie auch kräftig genug ist, das alles einzunehmen. Ne? Also ihre Stimme klang gestern jetzt nicht so dolle. Ja, und ansonsten, Spiegel der Seele, also verzeiht mir,
dass es heute ein bisschen hin und her geht, aber so ist das Leben. Ja, es ist nicht immer alles akkurat und das Leben ist ein Auf und Ab. So ist es. Und hier geht es jetzt gleich zu ein, zwei Einblicken zum Workshop. Ja, das war einer der Workshops in Bad Sodensheim-Münster. Übrigens hatte ich jetzt letzte Woche nochmal einen wunderschönen. Und dieses gemeinsame Malen ist Heilung für die Seele und Heilung bedeutet auch, ja, dass ich immer einen Blick auch in mich oder dass ich einen Blick in mein tiefstes Innere erfahren darf. Und das passiert halt in der Stille. Und dann hat man auch die Möglichkeit, im Vorfeld Dinge zu erfühlen. Danke. Danke, schön, dass es euch gibt. Ja, ich hoffe, ich konnte dir in diesem Video weiterhelfen. Wenn du Fragen hast, schreibe mir die Frage gerne in den Kommentar und ich werde sie baldmöglichst beantworten. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal.